Der Zug fuhr über eine Weiche, es gab einen scharfen Ruck und sein Kopf schlug hart gegen die Fensterscheibe. Sie hatten schon früh die letzten Vororte Londons hinter sich gelassen, waren ein paar Mal umgestiegen und befanden sich nun in diesem alten und völlig überheizten Zug nach Schottland. Er schaute nach draußen. Schneeflocken wirbelten vor der vorbeiziehenden Hügellandschaft durch die Abenddämmerung. Der Dauerregen Englands war irgendwann in dichtes Schneetreiben übergegangen und je weiter sie nach Norden fuhren, desto höher lag der Schnee auf den immer steiler werdenden Hängen rechts und links von der Bahnstrecke. Dabei waren sie nicht etwa auf dem Weg in die Winterferien, sondern unterwegs in ihr neues Zuhause. Ein kleiner Ort hoch oben in den schottischen Highlands. Mistletoe. Die Chroniken von Mistletoe, Band 1, Der Greif erwacht, erzählt die Geschichte von Cedric und seinem Vater Angus O'Connor, die im Winter mit dem Zug in die schottischen Berge fahren. Angus O'Connor hat seine Stelle verloren im Königlichen Museum für Fabelkunde in London und muss jetzt dort in den Bergen die Stelle als Lehrer an einer Schule annehmen. Mistletoe, so klein und unscheinbar, dass es auf keiner Karte zu finden ist. Und tatsächlich hat es mit diesem Ort auch eine besondere Bewandtnis, denn in diesem Ort leben seit vielen hundert Jahren magische Wesen, die sich vor der Inquisition, vor der Hexenjagd dort in die Berge zurückgezogen haben, um sich vor den Menschen in Sicherheit zu bringen und dort in Ruhe ihr magisches Leben zu leben. Das wundersame Wesen legte seinen Kopf schief und Cedric musste an einen Raubvogel denken, der seine Beute beäugt, kurz bevor er zuschlägt. Er hörte wieder ein Geräusch. Diesmal war es ein Rauschen, nein, eher ein sanftes Murmeln. Und es kam näher. Nervös leckte er sich über die trockenen Lippen. Was war das? Das Geräusch wurde lauter, fast schon bedrohlich. Es zischte, brauste und toste. Er wollte schon panisch die Hände auf die Ohren drücken, als sich das Dröhnen in eine Stimme verwandelte. In seinem Kopf! Kalt, brausend und voller Kraft. Ich grüße dich! Eine große Löwenadlerfigur, die ihn auffordert, eine Prüfung zu machen. Naja, und bei dieser Prüfung stellt Cedric dann selber fest, dass er auch ein magisches Wesen ist, nämlich dass er ein Druide ist. Und als Druide, weiß jemand von euch, was Druiden sind? Ja, die dieses Buch gelesen haben, wissen, was Druiden sind. Wer kann es mir denn kurz erklären? Sag du mal. Druiden sind welche, die können mit Tieren und Pflanzen reden und sie auch beeinflussen und so. Ja, genau. Druiden können mit Tieren und Pflanzen sprechen. Druiden können Tiere und Pflanzen um Gefallen bitten. Und das lernt Cedric auch. Seine Mutter ist nämlich eine Nymphe. Ja, Sandra? Er hat seine Mutter nie kennengelernt. Es hieß früher immer, sie sei bei der Geburt verstorben. Aber dort bei dieser Prüfung, bei dem Greif, begegnet ihm eine Frau, eine halb durchscheinende, magisch wirkende Frau. Und es stellt sich heraus, diese Frau ist eine Nymphe, eine Baumnymphe. Und diese Baumnymphe ist seine Mutter. Und die entdeckt sozusagen Cedric bei dieser Prüfung und weiß nun, warum er ein Druide ist. Er ist nämlich der Sohn einer Baumnymphe und eines Sterblichen, nämlich seines Vaters. So, und aber in Mistletoe lebt er natürlich nicht allein, sondern in Mistletoe lernt er auch Freunde kennen, nämlich Emily und Elliot, zwei Geschwister, Emily und Elliot Golden. Sie eine Gestaltwandlerin und er ein Hexer und gemeinsam erleben sie allerhand wilde Abenteuer. Weiter kam er nicht. Ein Schneeball zischte knapp an Cedric vorbei und knallte dem anderen ins Gesicht. Was zum Teufel? Weißt du, Duncan, du hättest ihn einfach in Ruhe lassen können. Der Junge kicherte zufrieden und das Mädchen wandte sich an Cedric. Sie streckte ihm ihre Hand entgegen. Cedric, stimmt's? Hi, ich bin Emily. Woher kennst du meinen Namen? Fragte Cedric verlegen und schüttelte die Hand. Esmeralda Golden ist unsere Mutter. Die Mäntel, die Augen, dachte Cedric. Der Junge schleuderte seinen zweiten Schneeball nach einem Raben, der auf dem Dach der Schule saß und empört krächzend davonflog. Außerdem reden wir schon seit Tagen von nichts anderem als von eurer Ankunft. Dürfen wir dir helfen? Ja, da gibt es Crutch. Crutch ist der große Gegenspieler von Cedric, auch ein Druide, wie wir später erfahren, ein dunkler Druide, der sehr, sehr machtvoll ist, weil er nicht nur ein Druide ist, sondern auch noch zaubern kann, weil seine Mutter eine Dornhexe war. Und da öffnet sich der große Graben in der Geschichte und auch der große Graben in Mistletoe, denn es gibt wie immer auf der Welt eine dunkle und eine helle Seite, zwei Parteien, die um die Macht ringen, die gegeneinander kämpfen, die Dornhexen auf der einen Seite, die all die Rituale gemacht haben, für die Hexen eben auch bekannt sind, diese dunklen, düsteren Rituale, wie wir sie auch aus den Märchen kennen von Hänsel und Gretel, die auch die Ursache waren, warum damals die Menschen sich auf die Jagd nach Hexen gemacht haben und eben die guten Hexen, die Kräuterhexen, die Wetterhexen, die gar nicht so ein Interesse daran haben, Menschen zu schaden, sondern denen es eigentlich darum geht,
ein friedliches Miteinander gemeinsam zu leben. Und die Hexen haben damals, während der Inquisition, haben sich ein geheimes Wegenetz angelegt. Da haben sie Türen verzaubert. Das waren ganz normale Türen, ganz normale Haustüren, Gartentüren, Scheunentüre, Klotüren. Und wenn man aber den Zauber wusste, dann konnte man durch diese Tür treten und ist eben in Misselend wieder rausgekommen. Also das war eben tatsächlich dann eine Möglichkeit, mit der die Hexen dann vor der Inquisition fliehen konnten und dann eben in Misselend ihre Zuflucht gefunden hatten, wenn sie gejagt wurden von der Kirche. Und dieses Buch, in dem all diese Pforten, all diese Türen verzeichnet sind, das wurde gestohlen im zweiten Band. Und da haben sich dann Cedric, Emily und Elliot auf den Weg gemacht, um dieses Buch wiederzufinden. Die große Furcht ist, dass dieses Buch jetzt in den Händen der Dornhexen landet, denn damit wäre es den Dornhexen möglich, das Dorf zu überfallen. Sie würden quasi mitten im Dorf aus dem Nirgendwo erscheinen, völlig unvorbereitet ständen die Feinde im Herzen der kleinen Stadt, und das versuchen sie natürlich dringend zu vermeiden. Also machen sich Emily und Elliot gegen den Willen ihrer Eltern natürlich gemeinsam mit Cedric auf die Suche nach diesem Buch. Sie haben es in London gesucht, weil sie wussten, es war wohl ein Londoner Händler. Duo, die auf der Suche waren sozusagen nach magischen Artefakten. Und zum Schluss ist es ihnen auch gelungen, dieses Buch wieder zurückzugewinnen. Aber der zweite Band endet mit einer schrecklichen Prophezeiung. Die drei Freunde sehen in einem Stellarium, eigentlich einer Sternenkuppel, bei der es möglich ist, das Wetter und die Sternenkonstellationen der kommenden Tage zu sehen, sehen sie einen gewaltigen Drachen, der über das Dorf braust und es in Brand steckt. Ein Drachenreiter, nicht genau zu erkennen, wer auf dem Drachen sitzt, und der anscheinend an Samhain, der Nacht der lebenden Toten, an der Grenze zwischen Herbst und Winter, dem Fest, das wir heute unter Halloween auch kennen, das Dorf überfällt und zerstört. Mit seinem fürchterlichen Feueratem. Und so endet der zweite Band, und der dritte Band beginnt jetzt damit, dass sie sich auf den Weg machen und eben hoffen, dass es ihnen irgendwie gelingt, den Krieg zu verhindern, der ihnen droht, und der Untergang. Und passend dazu heißt der dritte Band auch: Der Untergang droht. Cedric sucht seine Mutter und bittet sie um Hilfe. Seine Mutter, die Nymphe, von der er weiß, wurde in einem Baum gesperrt von Canunnos, ihrem Vater, dem Hirschgott, dem Waldgott. Und er findet sie in Dark Oaks, dem Wald der Nymphen, aber er kriegt nicht die Hilfe, die er erwartet. Er wünscht sich nämlich, dass sie mit ihm kämpft, dass sie die Bäume in die Schlacht schickt gegen die bösen Kräfte. Aber sie sagt, nein, sie wird ihm auf keinen Fall helfen, seinen Bruder zu töten, wie sie immer sagt. Das aber genau verlangt Canunnos, der Hirschgott, von ihm, weil er sagt, es ist jetzt an der Zeit, die dunkle Seite ein für alle Mal zu besiegen. Und das macht Cedric Angst. Er denkt, das kann nicht richtig sein, wenn doch seine eigentliche Aufgabe, wie alle ihm immer wieder sagen als Druide, doch ist, die Welt zu einem besseren, zu einem friedlicheren Ort zu machen, dass er da beginnt, indem er einen anderen Druiden tötet. Das kann er nicht verstehen. Erneut kam Bewegung in die Schatten, und der Greif betrat die Lichtung. Riesengroß, mit leicht geöffneten Adlerschwingen und stolz erhobenem Haupt, trat der magische Wächter in den Schein der Flammen und ließ sich am Waldrand nieder. Den Schwanz anmutig um den gewaltigen Löwenkörper gelegt, wirkte er wie der König der Nacht, oder zumindest dieser Versammlung. Ich vergesse immer, wie riesig der Greif ist, raunte Cedric ehrfurchtsvoll seinen beiden Freunden zu. Emily nickte. Ich bin froh, dass er hier ist. Irgendwie beruhigend, finde ich auch, meinte Elliot. Cedric hatte den Greif schon lange nicht mehr gesehen, und er stellte erstaunt fest, dass das Fabelwesen sein weißes Winterfellkleid abgelegt hatte und der ganze Körper des Adlerlöwen nun mal dunkelrot, dann wieder dunkelblau schillerte. Nur der Schnabel hatte noch immer seine goldene Farbe. Der Greif sah auf und Cedric direkt in die Augen, und für einen kurzen Moment schien es ihm, als hätte der Löwenadler genickt. Ein Schauer lief über Cedrics Rücken. Alistair, der mächtige Hexenmeister und Anführer der Paladine, trat vor das Feuer und erhob seine Stimme. Hiermit erkläre ich die Versammlung des Großen Rates für eröffnet. Er wirbelte herum und warf mit einer schnellen Bewegung ein Pulver in das Feuer, und die Flammen loderten auf und wurden silbrig blau. Ein Raunen ging durch die Menge. So ein Angeber, bemerkte Emily verächtlich. Ich danke euch, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt, raus aus dem Dorf in die Hügel zu unserem heiligen Hain, fuhr Alistair fort. Lange waren wir nicht mehr hier, aber die Umstände haben es uns richtig erscheinen lassen. Die Wölfe ließen ein kurzes Geheul ertönen. Cedric hatte von seinem Vater gehört, dass sie den alten Hain oberhalb Misselends gewählt hatten, um wirklich allen und insbesondere den Wölfen Gelegenheit zu geben, an der Versammlung teilzunehmen. Elliot hatte recht. Ihre Entdeckung im alten Himmelsprojektor hatte wirklich für mächtig Wirbel in der Dorfgemeinschaft gesorgt. Samhain, der Tag und vor allem die Nacht, in der die schrecklichen Ereignisse mit dem Drachen stattfinden sollten, lag zwar auf der anderen Seite des Sommers,
aber es fühlte sich nicht nur für Cedric so an, als ob die Bedrohung unmittelbar bevorstand. Esmeralda, die ihre Reise in den Norden unbedingt befürwortete, hatte allerdings darauf bestanden, dass sie vor ihrem Aufbruch erst die Versammlung abwarten sollten. Es schien ihr wichtig, der Mission den offiziellen Segen der Dorfgemeinschaft zu verschaffen. In solchen Zeiten ist es wichtig, dass wir zusammenhalten und wir die Stimmen aller hören. Es geht um die Zukunft unseres Dorfes, das geht alle etwas an, hatte sie gesagt und die Boten mit den Einladungen rausgeschickt. Alistair sprach weiter. Ich nehme an, ihr habt alle von der Vision des Stellariums gehört. Sie ist wild und verstörend und manch einer von euch wird sich selbst ein Bild von dem gemacht haben, was uns alle in der Nacht zu Samhain erwarten wird. Er holte tief Luft. Es war inzwischen totenstill unter den Anwesenden geworden. In der Nacht zwischen den Welten, wenn die Anderswelt und die Welt der Lebenden sich fast berühren, wird ein Drachenreiter unser Dorf angreifen. Sein Drachen wird Feuer auf uns regnen lassen und es sieht aus, als ob... Er schluckte. Als ob er unser Dorf zerstören wird. Er schloss für einen kurzen Moment die Augen. Doch was wahrscheinlich nur die wenigsten unter euch wissen, der Drache, der bei seinem Angriff auf Missile End in der Vorschau der Himmelskuppel zu sehen ist, ist uralt. Niemand hat ihn mehr gesehen, seit Jahrhunderten Jahren nicht mehr. Bisher sind wir davon ausgegangen, dass es ihn gar nicht mehr gibt. Es ist nicht irgendein Drache, es ist einer der Urväter der Drachen. Von ihm stammen alle Drachenwesen ab. Sein Feuer ist alles verzehrend und lässt sich auch durch Magie nicht aufhalten. Im Gegenteil, sein Feuer frisst Magie. Er sah sich um und wartete, wie um seinen Worten das richtige Gewicht zu verleihen. Gegen einen Drachen wie ihn haben wir keine Chance. Unruhe brandete auf. Doch Esmeralda trat rasch einen Schritt nach vorn und zog mit erhobenen Handflächen alle Aufmerksamkeit auf sich. Hört mir zu, es ist noch nicht zu spät. Es gibt Hoffnung. Das Stellarium ist kein Orakel im tatsächlichen Sinne. Es zeigt immer nur die möglichste aller Varianten, die wahrscheinlichste. Niemand schien auf sie zu achten. Die Menschen, Wesen und Hexen sprachen wild und lautstark miteinander. Ich bitte euch, hört mir zu, rief Esmeralda erneut. Doch erst als ein Wolf laut und zornig bellte, kehrte wieder Ruhe ein. Danke, Jonathan Jacoby. Esmeralda nickte erleichtert. Wir nehmen an, dass es Crutch ist, der auf dem Drachen reitet. Wir wissen somit Folgendes. Der dunkle Druide und seine Dornhexen werden unser Dorf überfallen und wahrscheinlich werden die Vampire der Blutkrone, die Samariter, ihn dabei unterstützen. Aber es gibt einen Weg, das zu verhindern. Indem wir ihren Angriff zuvorkommen, indem wir stärker sind als sie, unterbrach sie Alistair. Dann könnten wir den Krieg zu unseren Gunsten entscheiden. Esmeralda wurde rot im Gesicht. Aber das ist nicht der Plan, Alistair, sie klang wütend und verunsichert. Nicht so! Wir werden unsere Zukunft in die Hand nehmen, aber nicht indem wir es sind, die den Krieg zu unseren Feinden tragen. Wir sind schon mittendrin, Esmeralda. Sieh dich doch um. Wir haben Flüchtlinge in unseren Reihen, Vampire und Werwölfe. Alistair schüttelte den Kopf. Sie sind vor einem Krieg zu uns geflohen, an dem wir längst teilhaben. Shirley, die Vampirprinzessin, trat aus dem Schatten eines Baumes in den Lichtkreis des Feuers. Alistair hast recht, Esmeralda. Der Krieg hat schon längst begonnen. Beim großen Finale am Ende des dritten Bandes mischen sie alle mit. Die Götter, die Druiden, ein Drache, ein riesiger Drache. Dämonen, Geister, Vampire, Hexen, Steinriesen, sie sind alle da. Sky, ganz, ganz wichtig, eine große Rolle. Sky, der Adler von Cedric, ein Seelentier, spielt eine große, wichtige Rolle. Und in dieser Schlacht zwischen Hell und Dunkel, zwischen Gut und Böse, in der sich alles entscheiden soll, ist es eigentlich die Kraft in Cedrics Herzen, die eine Lösung findet, ganz anders als alle erwarten. Und die aber doch es schafft, Frieden in dieses kleine Tal zu bringen und auch drüber hinaus in die Welt. Und auf die Weise eigentlich auch die Basis zu setzen für neue, für schöne auch Abenteuer, die sich daraus ergeben können. Missile End ist eine Welt, die habe ich vor 7 Jahren, habe ich da das erste Mal dazu geschrieben. Es sollte ein Hörspiel werden. Es ist eine Welt, die voller Magie, voller Hexen, voller Gnome, Trolle, Zwerge, Vampire ist und die ich für mich entdeckt habe und in der ich mich wahnsinnig gerne aufhalte. Und und worüber ich einfach wahnsinnig froh bin, ist, dass ich diese Welt mit meinen Lesern teilen kann. Wie sind Sie darauf gekommen, dass es in Schottland spielen soll? In Schottland? Ich finde, Schottland ist einfach so eine magische Welt tatsächlich. Schottland, warst du zufällig? Warst du noch nicht in Schottland, gell? In Schottland ist ganz viel so, wie ich es beschrieben habe. Also in Schottland gibt es verwunschene Täler. In Schottland gibt es wirklich alte Burgruinen und Klöster und Steinkreise. Und in Schottland hast du das Gefühl, du fährst durch den Wald und der ist magisch. Und du kannst dir vorstellen, dass da die Trolle und die Elfe rumhüpfen und das fand ich schön, das fand ich sehr inspirierend und deswegen spielt die Geschichte da. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich relativ schnell in diese Welten eintauchen kann. Ich habe eine Filmfirma, ich drehe viel Konzertmitschnitte, mache viel Musikdokumentationen, bin ziemlich viel unterwegs
Aber wann immer ich die Möglichkeit dazu habe, tauche ich ein in die Welt von Misselend und schreibe weiter. Es soll weitergehen tatsächlich, ja. Es ist die Idee, dass es mehr Geschichten gibt. Es war aber auch immer die Idee, dass die Geschichte nicht mit dem dritten Band endet. Ich dachte eigentlich tatsächlich ja von Anfang an, ich mache eine Hörspielreihe, eben sowas wie 3 Fragezeichen. Ich liebe die 3 Fragezeichen und ich wollte aber sowas auf der magischen Ebene auch haben. Und aber so wie es aussieht, werden wir jetzt wohl auch auf der Buchseite noch die eine oder andere Geschichte lesen dürfen. Und da freue ich mich sehr drüber.